Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Night Stand. Und heute sprechen wir über das Thema Homosexualität unter Frauen. Und dazu haben wir uns einen lieben Gast eingeladen, und zwar die Alicia. Vielleicht möchtest du dich ja ganz kurz vorstellen. Ja, also mein YouTube-Kanal heißt Alicia Z und da habe ich auch ein Format, das nennt sich LGBT Q&A, bei dem mir die Zuschauer E-Mails schreiben mit ihren Geschichten, ihren Problemen und ich gehe dann darauf ein. Wenn ich selbst nicht weiterhelfen kann, dann gebe ich das quasi an die Community, so hey, habt ihr Fragen oder habt ihr das Gleiche schon mal erlebt, könnt ihr diesen Personen helfen? Und das ist immer sehr cool, weil da so ein Austausch entsteht und die Community mittlerweile so gewachsen ist und ich liebe es einfach. Es ist ein toleranter und safe space, würde ich mal sagen, so für alle, die sonst im Internet immer dumm angegriffen werden. Ja, sehr cool. Ja, cool, dass du heute für uns Zeit hast. Lars, freust du dich? Ja, ist immer cool, eine Lesbe hier zu haben. Ja, wundervoll, weil ich mich mit dem Wort auch nicht identifiziere. Also Okay. Das Wort Lesbe bedeutet ja einerseits, man steht nur auf Frauen, andererseits wird es eben auch oft abwertend genommen. Mhm. Oder es war zumindest früher so. Ich persönlich stehe nicht nur auf Frauen oder ich will mich da nicht festlegen, einfach weil ich zwar mit einer Frau zusammen bin und hoffentlich für den Rest meines Lebens das auch bleibe, aber eben nicht sage, hey, Männer interessieren mich gar nicht. Mhm. Deswegen, ich möchte mir kein Label geben, aber wenn es eins wäre, wäre es wahrscheinlich pansexuell, weil es so einfach, ich verliebe mich in Menschen, in den Charakter. Mhm. Deswegen nicht Lesbe. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Ja, jetzt wird mal der Kopf mal kurz gewaschen. Aber Lars, aber wo machst du da den Unterschied? Weil habe ich heute schon mal drüber nachgedacht, was ist der Unterschied zwischen bisexuell und pan? Bei bisexuell gehen die Leute immer davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Eigentlich finde ich, ist pansexuell das Gleiche, weil wenn jetzt eine Transperson sich, wenn wir einen Transmann haben und eine Transfrau, dann verliebe ich mich auch in einen Mann oder eine Frau. Trotzdem wird es trotzdem so abgegrenzt von wegen pansexuell um fast alles. Es gibt ja auch non-binäre Menschen, die sich eben keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Und ich denke, mir wäre es egal, wenn ich mich eben in den Charakter der Person verliebt habe. Also, kann ich jetzt nicht sagen. Ich war noch nie mit jemand anderem zusammen, außer Männern und Frauen. So, aber ich finde dieses Label eigentlich ganz gut, weil man dann sich einfach nicht festlegt. Also findest du es eigentlich auch gut, wenn es überhaupt kein Label gäbe? Ja. Ne? Dass man gar nicht sagt, hey, ich bin bi, ich bin hetero, dass es das eigentlich gar nicht geben muss. Genau, aber muss es leider, weil die Leute immer irgendwie dir ein Label aufdrücken wollen. Selbst bei meiner Community merke ich, dass immer wieder gefragt wird, ja, was bist du jetzt eigentlich? Obwohl ich schon mehrere Videos gemacht habe und es immer wieder sage, ja, also bist du jetzt doch lesbisch oder was? Weil die Leute wissen wollen, die wollen dich in die Kategorie stecken, du bist ein Mann, du schaust gerne Eishockey, was auch immer, du isst gerne Vanilleeis. Also das sind ja diese ganzen Label. Wenn sie das bei mir dann nicht wissen, wenn da ein Fragezeichen ist, haben offenbar viele Menschen damit ein Problem. Keine Ahnung. Naja, vielleicht haben sie nicht direkt ein Problem damit, aber man kann sich halt manchmal auch besser dann mit dieser Person identifizieren. Also so wie wenn man jetzt eine kleine Schwester hat oder eine Tochter, ist es ja auch sehr oft so, dass sie sich automatisch eher mit der Mutter mal identifizieren und einfach so ein Vorbild sehen. Und wenn jetzt jemand sich vielleicht noch unsicher fühlt, braucht man vielleicht manchmal eine Person, zu der man hochgucken kann. Und dann verstehe ich schon, wenn man fragt, bist du lesbisch, weil ich vielleicht noch unsicher damit bin und es mir helfen würde, wenn ich weiß, hey, du bist das und es ist voll okay und voll normal und man kommt super damit klar. Ja, aber ich glaube, es hilft auch vielen, dass ich eben sage, hey, eigentlich brauche ich kein Label, weil dann eben so viele gesagt haben, das hat mir richtig den Druck weggenommen, weil ich die ganze Zeit eben nicht wusste, was bin ich und diese Frage, deswegen outen sich so viele auch erst so spät, weil sie genau hundertprozentig sich sicher sein wollen, was sie sind, aber du bist dir nie hundertprozentig sicher. Also mir kann das keiner sagen, dass er sich zu 100% sicher ist, selbst bei Leuten, die 40 Jahre lang als Lesbe gelebt haben, die sagen oft, dass einfach nicht, man kann das nicht zu 100% definieren. Was mich noch interessieren würde, wie hast du das irgendwie dann publik gemacht oder hast du gesagt, ich muss es einfach niemandem sagen, ob ich jetzt bi bin oder nicht oder pan oder hast du einfach gesagt, okay, entweder kriegst halt jemand mit oder hast du das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt einmal deutlich sagen, weil... Also ich wollte es schon sagen, aber ich hätte jetzt nie in der Schule zum Beispiel so einen Aushang gemacht oder so von wegen, ja, übrigens, News. die einfachste Art, sich zu outen, ist immer, wenn man mit einem Partner zusammen ist und dann sagen kann, hey, das ist meine feste Freundin, mein fester Freund, wie auch immer. Das ist halt das Problem, weil das passiert ja eigentlich erst, wenn du dich geoutet hast, weil dann wissen Leute, wir könnten eventuell zusammenkommen. Deswegen habe ich mich damals zuerst bei meiner Mutter geoutet mit einem Brief, weil ich
einfach besser schreiben kann als reden. Und sie hat das dann meinem Vater und auch meinen Brüdern in einem ruhigen Moment erzählt, worüber ich ihr sehr dankbar bin. Manche fänden das vielleicht blöd, aber so musste ich es nicht machen. Ja. Mhm. Und sie hat ihnen eben auch direkt erklärt, was es dann bedeutet. Ja, und bei den restlichen Leuten habe ich mich dann tatsächlich erst geoutet, als ich mit meiner Freundin zusammen war. Also bei ihr, klar, ihr habe ich gesagt, okay, hey, so sieht's aus. Aber das kam dann erst so, nachdem wir zusammen waren. Und dann kam es auch direkt auf Facebook, weil wir unsere Beziehung öffentlich gemacht haben, weil ich dachte, ganz ehrlich, auf Facebook hat man eh die meisten Leute nur, die man so am Rande kennt, so von der Schule, mit denen man eigentlich sich sonst nicht befasst. Aber ich dachte mir, okay, bevor dann irgendwie hintenrum was geredet wird, so, ah, ist es nicht so, wir haben die da gesehen, die haben Händchen gehalten, was ist da los? Ja, machen wir es direkt öffentlich. Wird man dann auch, also manchmal ist es ja auch so ein bisschen das gefährliche Unwissen oder gefährliche Halbwissen, dass wenn man ja oberflächlich meint, man kommt damit klar und dann sagt man, ja, ist ja cool, eine Lesbe. Wer ist bei euch eigentlich der Kerl? Kommt drauf an, wie die Person das sagt. Wenn es in einem persönlichen Gespräch ist, jetzt so wie bei uns, dann würde ich erstmal dich eben aufklären, so wie vorhin bei dem Wort Lesbe. Genau. Und dann bei der Sache mit dem Mann. Ja, ich habe mir ja meine Partnerin ausgesucht, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, diese Frage kommt daher, weil man immer in Rollenklischees denkt. Eine Person muss die Dominantere sein, eine die weniger Dominante. Das ist ja auch bei schwulen Beziehungen so, weil man... Da geht man ja eigentlich davon aus, dass in Hetero-Beziehungen der Mann der Dominante ist und die Frau die Unterwürfige, was ja auch ganz oft nicht so ist. Ja. Also ich kenne super viele Beziehungen, wo beide gleich auf sind oder wo eben die Frau auch mal ein bisschen mehr macht oder quasi die Hauptverdienerin ist. Wie sehen wir das jetzt, wenn wir wirklich sagen, okay, wir sehen jetzt eine Lesbe. So. Mhm. Und was ist mein erstes Klischee-Vorurteil, wenn ich sage, oh, guck mal eine Lesbe. Was würdest du jetzt, wenn du wirklich kleiner... Also wenn ich so ein oberflächlicher... Genau. Typ wäre, würde ich sagen, Mensch, kurze Haare, Männerklamotten an, also weiß ich nicht. Und, ja, das ist eine Lesbe oder das ist eine Kampflesbe. Also so erkenne ich eine Lesbe, die hat kurze Haare, ist vielleicht nicht mal geschminkt und möchte als Mann auftreten. Ich glaube, das Bild entsteht dadurch, dass das so die einzigen Lesben sind, die einem öffentlich auffallen. Weil es sind vielleicht ein paar Prozent davon, die... Ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, so auszusehen oder sich so zu geben. Das entspricht ja dann vielleicht dem Charakter. Aber alle anderen fallen dir einfach nicht auf, weil eben auch Freundinnen in der Stadt rumlaufen und Händchen halten. Die wenigsten knutschen ja wild rum. Also das, oder was zu Hause passiert, siehst du ja dann nicht. Manche trauen sich das auch gar nicht in der Öffentlichkeit. Die laufen nur zusammen nebeneinander, ohne sich irgendwie anzufassen. Meinst du denn, ist es immer noch wichtig irgendwie, dass man das so offiziell, oder dass man halt dafür kämpfen muss? Sind wir immer noch so intolerant? Also in Deutschland ist es fast gut. Ja. Alle haben sich über die Homo-Ehe gefreut, aber vergessen, dass es immer noch so ist, dass wenn jetzt meine Freundin ein Kind kriegen würde, wir verheiratet wären, ich es adoptieren müsste durch die Stiefkindadoption, die super aufwendig ist, man mega viele Formulare ausfüllen muss. Okay. Und das soll jetzt hoffentlich auch bald abgeschafft werden, aber momentan ist es eben noch so. Aber im Vergleich zu anderen Ländern, wo Homosexuelle gesteinigt werden, ist das natürlich nichts. Und hier ist ein Safe Place, aber wir machen die CSDs trotzdem. Und dann gibt es auch, also ich war jetzt in Darmstadt, der ist sehr politisch und schön. Da gab es letztes Jahr eben eine Rede, wo dann die ganzen Länder aufgezählt wurden, wo Sachen erreicht wurden durch die CSDs, durch das Geld, was gesammelt wurde. Also es ist auf jeden Fall noch nicht alles gut. Und ja, wir können trotzdem froh sein, also hier so in Deutschland zu leben. Also du hast ja jetzt gesagt, dass du relativ eigentlich neutrale oder positive Rückmeldungen bekommen hast. Aber was würdest du denn jemandem raten, der mit Homophobie zu kämpfen hat? Also der sich entweder überhaupt nicht outen kann, wenn man das noch so sagen muss, oder sich gar nicht traut, vielleicht auch wegen der Familie oder wegen Freunden oder Angst hat, hey, ich kann mit meiner Mädelsklicke nicht mehr rausgehen. Also da sage ich dann immer, wenn es jetzt dieses Mädelsklicken-Beispiel ist, das sind dann einfach die falschen Freunde. Also wenn es wirklich so wäre, dass eine Berührung einem Angst macht, dann... Ja. Eher nicht so, das dass die anderen Personen ja. das... Oh Gott, ja. Also dann wären es definitiv die anderen Freunde. Aber meistens, ich würde eher denken, dass man sich selber Gedanken macht, so, oh Gott, nicht, dass er jetzt was reininterpretiert oder sie was da reininterpretiert. Ja, das hatte ich ja auch lange Zeit, weswegen ich halt auch viele Leute einfach nicht berührt habe oder so Angst hatte, so im Sportunterricht. Ich will ja niemanden angucken, sonst denken sie, ich stalke sie. Und so in schnell umziehen, schnell raus. Also raten... Kommt immer auf die Sache an, in welchem Umfeld befindest du dich, wie alt bist du. Das heißt, wie lange wärst du noch auf dein Zuhause angewiesen. Du kannst dich nicht mit 13 outen, wenn du weißt, wirklich weißt, dass deine Eltern dich rausschmeißen würden. Das würde einfach dein Leben zerstören. Dann würde ich sagen, warte die Zeit ab, bis du 16 bist oder 18. Dann kannst du auf eigenen Beinen stehen. Wenn du nicht genau weißt, wie deine Eltern das Ganze auffassen, auch dann eben vorsichtig das Thema immer mal wieder ansprechen.
Und vielleicht gibt es ja in der Familie irgendjemanden, der sich schon mal geoutet hat und dann mit dieser Person reden. Und bei Freunden, man findet durch das Outing einfach immer raus, was richtige Freunde sind und was nicht. Also was mir jetzt zumindest in der Öffentlichkeit immer wieder auffällt, ist, dass Lesben, auch wenn wir das Wort jetzt eigentlich nicht immer wieder sagen wollten, weil es einfach wieder so eine Kategorie ist, irgendwie bei Männern zumindest, habe ich das Gefühl, mehr Anklang finden. Also es ist irgendwie, Männer finden es nicht schlimm, wenn eine Frau auf eine Frau auch steht, weil sie dann, ich glaube, sie denken, ah, dann habe ich, vielleicht habe ich Chance, die so Dreier. Ja, genau. Dass sie dann denken, ah, geil. Oder? Ich kann, also, ja, das ist halt, ja, du, vielleicht ist es im männlichen Kopf so, dass es ästhetischer rüberkommt. Wenn also, dass sie sich das eher vorstellen und dass sie es eher, also jetzt, ich habe gesagt, geiler finden, wenn zwei Frauen miteinander schlafen oder sich küssen, als wenn Männer sich küssen und miteinander schlafen. Wahrscheinlich ist es auch deswegen damals so verpönt gewesen, dass Schwule eher verfolgt wurden und Lesben halt, ja, das sieht ja ganz nett aus und haben halt keinen Mann gefunden. Hey, das fände ich jetzt interessant, ob Lesbenpornos mehr von Männern geklickt werden als in Anführungsstrichen normale Pornos, wo man einen Mann und eine Frau sieht. Das finde ich jetzt richtig interessant. Lesbenpornos werden auch sehr viel von Frauen geschaut. Habe ja, ich auch letztens in einem Video von mir gesagt, auch. Weil da eben die Frau befriedigt wird und dass die Frauen ja auch hinter Frauen um die sehen Frau wollen. Geht. Genau, ja, das geht nicht nur um rein, raus, was auch immer. Wobei man bei Pornos natürlich auch dazu sagen muss, es entspricht eigentlich zu 99% nicht der Realität. Also ich habe jetzt gelernt, dass das Label nicht unbedingt so wichtig sind. Also ich habe vorher auch nicht drüber nachgedacht. Also ich habe es auch nicht böse in den Mund genommen, das Wort Lesbe oder lesbisch. Aber ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, was dahinter steckt. Ne? Und wie viele Begriffe es auch mittlerweile gibt. Aber ganz wichtig dazu muss ich sagen, das ist meine eigene Meinung. Es gibt ganz viele Leute da draußen, denen Label sehr wichtig sind, die denen viel bedeuten, die denen auch Halt geben. Und das verstehe ich auch. Ja. Das ist bei mir so, bei vielen ist es so, aber das darf man nicht verallgemeinern. Also nur weil ich hier sitze und hier rede, ich bin ein Mensch von wie vielen Milliarden auf der Welt. Deswegen ist es. Aber ich finde es gut, du redest auf deinem Kanal auch ganz viel darüber. Den Link zu ihrem Kanal, den findet ihr in der Videobeschreibung, direkt hier unten. Es lohnt sich, da vorbeizuschauen. Und ich finde es gut, dass du darüber so offen sprichst und dass das halt auch für viele eine Anlaufstelle ist. Genau, es gibt so eine richtige Community darüber, ne? Ja, also wir hatten ja vorhin das Thema, wo wendet man sich vielleicht hin, wenn man Probleme hat, bei wem outet man sich als erstes. Und wenn einem da jetzt wirklich niemand einfallen sollte, dann hilft es manchmal einfach schon im Internet, in den Kommentaren von meinem Video oder auf anderen Videos, anderen Plattformen, Leute zu finden, denen es ähnlich geht und dann mit denen zu schreiben. Jetzt wird uns natürlich interessieren, was haltet ihr von Labels und Klischees? Ist es überhaupt wichtig zu wissen, was ist sie jetzt eigentlich? Ist sie lesbisch? Ist er schwul? Ist sie pan? Ist er pan? Ist das wichtig? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was für Erfahrungen habt ihr? Genau, hattet ihr selber schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen? Schreibt das mal in die Kommentare. Es gibt bestimmt viele, die ähnliche Probleme hatten und euch weiterhelfen können. Das meinte eben auch Alicia, dass indem ihr viele Kommentare schreibt, könnt ihr euch untereinander helfen. Und ich glaube, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ein bisschen bunter. Ja, genau. Oh, das ist so schön. Ein bisschen bunter. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, der Kanal ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da unbedingt mal vorbei. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon längst geschehen. Aktiviert die Glocke, das ist wichtig, da verpasst ihr wirklich gar kein Video mehr. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt, postet einen Regenbogen in die Kommentare. Ach cool, das ist ja heute auch möglich, ne?